Herr Warwick, Sie hatten sich auch zu diesem Thema noch gemeldet, ja? Ich hatte eine generelle Verständnisfrage. Die Tagesschau hat im Zuge der Gesamtberichterstattung zu dem Thema erklärt gehabt, dass 2023 die meisten Gewaltdelikte gegen Parteirepräsentanten der Grünen erfolgte und nennt dabei die Zahl von 1.219 Fällen. Wenn man sich jetzt diese BKA-Statistik aber näher anschaut, dann fällt ein Großteil, ich glaube 947, werden als Äußerungsdelikte vermerkt. Jetzt war ich immer davon ausgegangen, dass Äußerungsdelikte nicht als Gewaltdelikte gelten oder vom BMI bzw. BKA entsprechend vermerkt werden. Könnten Sie diesbezüglich mal Klarheit schaffen? Also fallen Äußerungsdelikte unter Gewaltdelikt? Sehr gerne, Herr Warwick, kann ich das? Gefragt war hier nach Angriffen auf Repräsentantinnen und Repräsentanten der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien. Und unter diese Angriffe wurde gefasst und auch entsprechend differenziert. Einerseits Gewaltdelikte, andererseits Äußerungsdelikte, wozu etwa Bedrohungen, Verleumdungen, Volksverhetzungstaten gehören. Das wurde da entsprechend differenziert, weil es insgesamt um Angriffe geht und ja auch verbale Angriffe, Bedrohungen, wenn man an Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen und Ähnliches denkt, sind natürlich Angriffe. Im Versuch, thematisch zu bündeln,